Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel in der Easy Credit Basketball Bundesliga zwischen Medi Bayreuth und Science City Jena. Wir hatten 3.192 Zuschauer, die ein 92-84 für Medi Bayreuth gesehen haben. Ich darf beide Trainer vorstellen, zu meiner rechten Gästecoach Björn Harmsen, zu meiner linken unseren Trainer Raul Korner. Und natürlich beginnen wir mit Björn Harmsen und seinem Gästecoach. Ja, erstmal Glückwunsch, wie immer. So Floskeln, die man immer sagen muss, ne? Aber das mache ich natürlich auch. Also trotzdem Glückwunsch an Raul, weil ich Raul mag und Bayreuth mag. Deswegen auch kommen die von Herzen und sind nicht einfach, wie manchmal daher gesagt. Ja, tolle Stimmung, ne? So ein bisschen erinnert das zurück an alte Zeiten, zu Zweitliga-Jahren, wo wir auch tolle Duelle hatten zwischen Bayreuth und Jena. Jetzt ist alles ein bisschen schicker geworden, erste Liga, mehr Anzugträger, ne? Mehr Krawatten im Umlauf. Nein, also ich glaube, großartige Leistung von meiner Mannschaft, weil wir gegen eine der Teams, die zu Recht da oben stehen und zu Recht 6 Niederlagen haben, und da gibt es auch Gründe für, glaube ich, eine sehr gute Partie geliefert haben. Wir haben Probleme gehabt zu Beginn des Spiels. Das war uns klar, dass es so kommen würde, aus zwei Gründen. Erstens, weil wir ein Wochenende frei hatten. Es ist immer schwierig, einen Rhythmus zu kriegen. Zweitens, weil Bayreuth in Bonn verloren hatte. Und natürlich war klar, jetzt wollen sie erst recht und kommen raus wie die Feuerwehr. So war es. Wir haben im zweiten Viertel, glaube ich, den Rhythmus ein bisschen durchbrochen mit wechselnder Verteidigung. Haben nur 12 Punkte zugelassen. Daraus resultierend selber 27 gemacht. Und in der zweiten Halbzeit war das Spiel offen. Im Endeffekt sind es Kleinigkeiten, die dann das Momentum schaffen und das Spiel entscheiden. Ich glaube, das waren heute zwei defensive Fehler von uns, wo wir von den Schützen von der Ballseite geholfen haben, die natürlich ihre Dreier versenkt haben. Und am Ende zwei Rebounds, die uns sehr wehgetan haben, von Marei, die das Spiel entschieden haben. Das sind dann so Kleinigkeiten. Trotzdem großartig, was die Jungs gezeigt haben wieder, was sie die ganze Saison zeigen, den Charakter, den sie mitbringen. Und auch in schwierigen Situationen immer wieder dann einen Weg finden, ne? Irgendwie da reinzukommen und dagegen zu halten, auch wenn es basketballerisch vielleicht nicht so läuft, und trotzdem irgendwas zu tun, was uns hilft. Ja? Im Endeffekt haben wir verloren. Und das tut weh. So müssen wir nach Hause fahren. Gott sei Dank ist der Heimweg nicht so lang. Also da hat man nicht so lange schlechte Laune. Nächstes Spiel ist für uns am Samstag gegen Ludwigsburg. Wo man sagen kann, haben wir uns jetzt erarbeitet, dass wir komischerweise mit denen da gerade um den Platz 8 kämpfen. Das ehrt uns sehr. Und mal schauen, ob wir die vielleicht wieder ärgern können. Ja, danke für die Glückwünsche und gleich auch ehrlich gemeinte Glückwünsche von meiner Stelle zurück, denn ich denke, das ist allerhöchsten Respekt verdient, was Björn aus dem Standort Jena hier in den letzten Jahren gemacht hat, und die Art und Weise, wie seine Mannschaft spielt, ist eigentlich eine Auszeichnung für den Coach hier. Es war zum zweiten Mal jetzt eine Schlacht spitz auf Knopf. Es ist ganz interessant, diese zwei Teams im Duell zu sehen, weil im Endeffekt die Erfahrung, die Jena auf den Außenpositionen hat, ist genau die Jugendlichkeit und die Unbekümmertheit, die wir genau auf den Positionen haben. Und dort, wo wir vielleicht unter dem Korb mehr Physis haben, ist vielleicht Jena von der Qualität her nicht ganz dort, wo wir sind. Und da ist es immer ganz interessant, diese beiden Teams zu sehen, wenn sie aufeinander losgehen. Und es war, wie schon angesprochen, das erste Viertel offensiv wie die Feuerwehr. Jena auch hochprozentig unterwegs, daher eine Führung, die zwar deutlich aussah, aber letztendlich auch nicht so deutlich war, denn Jena hat Rhythmus bekommen. Und das zweite Viertel war dann für uns ein kompletter Einbruch. Wir haben hier zu viel uns dadurch verunsichern lassen, dass wir Würfe nicht getroffen haben, dass wir durch die wechselnden Verteidigungen hier den Rhythmus ein wenig verloren hatten, und anstatt uns dann über die Defensive zurückzukämpfen, haben wir es versucht, mit in der Offensive zu kitten. Und das ist etwas,
was man jeder Mannschaft versucht einzuimpfen, dass das eben nicht zum Ziel führt oder in der Regel nicht zum Ziel führt. Und das ist das Lehrgeld, das wir in diesen 10 Minuten zahlen mussten. Es war letztendlich auch das einzige Viertel, das wir verloren haben. Das dafür war anständig und heftig und hat letztendlich dazu geführt, dass die Partie über weite Strecken gerade in der Phase von Jena kontrolliert war und wir uns mit viel Herz und mit ein bisschen Mut der Verzweiflung hier in die Partie zurückgekämpft haben. Und dann ist das passiert, was Björn auch über seine Mannschaft sagt, was auch unsere Mannschaft auszeichnet, dass wir immer wieder einen Weg finden, uns eben nicht hängen zu lassen, eben nicht verunsichern zu lassen und am Ende des Tages einen Weg finden, das Spiel dann doch zu gewinnen. Und ich darf nochmal daran erinnern, Jena hat in Ludwigsburg gewonnen, Jena hat in Berlin gewonnen und wir konnten das verhindern und darauf können wir auch ein Stückchen stolz sein. Natürlich haben wir Sachen zu verbessern, ist überhaupt keine Frage, aber im Moment geht es jetzt nicht darum, immer perfekt und immer alles toll zu machen, sondern es geht darum, Spiele zu gewinnen und es geht darum, diese so wichtigen Heimsiege einzufahren, die vielleicht andere Teams liegen lassen. Und wir haben uns ja gestern durchaus mit Würzburg gefreut und wir haben uns letzte Woche mit Jena gefreut. Und noch wichtiger ist, dass wir uns mit uns freuen. Und das können wir heute tun. Wir haben sicherlich noch einiges zu tun, aber unterm Strich steht ein Sieg, der für uns ganz wichtig war und den wir natürlich dementsprechend gerne mitnehmen. Alles Gute noch an Jena für den weiteren Playoff-Kampf. Ist sicherlich ein Team, das spielerisch zurecht dort steht, wo sie sind. Danke. Gibt's Fragen? Ja. Vorhin haben Sie ja gesagt, Sie waren mit den Punkten in der Defensive nicht zufrieden, Sie waren angefressen. Heute sind es 84 in der Defensive. Wie sehen Sie das jetzt? Hat sich da was verbessert? Oder wir sind im Moment defensiv nicht gut. Punkt. Also wir sind im Moment keine gute defensive Mannschaft. Wir sind grundsätzlich, ich habe das von Beginn an der Saison gesagt, wir sind jetzt nicht eine Mannschaft, die aus Spielern besteht, die alle einen defensive Mindset haben, sich über die Defensive definieren. Das ist so und damit werden wir auch in gewisser Weise leben müssen. Wir müssen im Moment ein bisschen schauen, dass wir wieder zu unserer ursprünglichen Identität zurückkommen, was die Defensive anbelangt. Denn wir waren eine durchaus gute, sogar sehr gute Defensivmannschaft. Wir waren in der Hinrunde die drittbeste Defensivmannschaft, wenn es darum geht, Shooting Percentage der Gegner und erhaltene Punkte. Das ist eine Auszeichnung für ein Team wie für uns. Im Moment sind wir davon entfernt. Wir sind ein bisschen davon abgerückt, was nicht nur an uns liegt, sondern auch daran, dass mittlerweile halt auch die Gegner gezielt unsere defensiven Schwachstellen attackieren. Das wird jedes Spiel neu aufgedeckt und da ist auch dann jeder einzelne Spieler gefordert, diese Lücke zu schließen. Zum einen und zum anderen sind wir kollektiv gefordert, den Einzelnen zu helfen. Denn es ist ja niemand da, der sich da absichtlich den Ball um die Ohren schießen lässt, sondern es sind zwei Dinge. Einerseits eins gegen eins die Verantwortung übernehmen und den Schritt nach vorne machen und hier auch Verantwortung zeigen und auf der anderen Seite kollektiv das Ganze noch mehr kaschieren. Da sind wir im Moment nicht gut und daran arbeiten wir auch. Meiner unmaßgeblichen Meinung zufolge war eines dieser ein Momentum dieses Offensivvorgegen Markus Neidner, war jener mit 5 vorne, hätte mit bei 2 Freiwürfen möglicherweise mit 7 in Führung gehen können. Und da ist das Spiel zu Gunsten der Bayreuther gekippt. Wie hast du diese Situation gesehen? Also die Situation, glaube ich, muss man nochmal auf Video sehen. Ich hätte jetzt in der Situation gesagt, dass es ein Defensivfoul war, einfach aus der Situation vorher raus, wo Daniel Schmidt am Korb ein ähnliches hatte, wo er auch so stand. Nate ist ein sehr guter Verteidiger, ne? Und aber, glaube ich, hat auch den Schritt seitlich da reingemacht. Die Fehler passieren auch. Ich habe mir generell angewöhnt, weil das einfach meine Lebensqualität deutlich verbessert, dass ich mich über die Schiedsrichter einfach nicht beschäftige, mich ärgere, weil das keinen Sinn macht. Wir wissen als Aufsteiger, ich habe das Julius Jenkins und McElroy zum Beispiel gesagt, wir wissen als Aufsteiger, oder die müssen wissen, dass sie für Jena spielen, wir sind Aufsteiger und dass sie nicht mehr für Alba Berlin spielen oder für
Oldenburg oder sonst irgendwas. Und wir müssen uns als Aufsteiger den Respekt einfach erarbeiten. Das ist so. Guck mal, Bayreuth ist heute 28 Mal in die Freiwurflinie gegangen. Wir sind 15 Mal in die Freiwurflinie gegangen. Wir haben am Ende natürlich gefoult, aber so ist die Situation. Und deswegen macht es keinen Sinn. Also ich denke gar nicht mehr drüber nach. Du, ja, natürlich sind das, klar, sind das alles Momente, die zusammenkommen. Keine Ahnung, vielleicht am Ende ist es auch ein Schritt vielleicht auf der anderen Seite, ich weiß es nicht. Ja, das ist so, hätte. Das, mit Sicherheit gibt es da immer Zusammenhänge am Ende, ne? Aber wie gesagt, das macht einfach keinen Sinn. Manchmal da führe ich so eine Diskussion, Also machen ja alle ihren Job bestmöglich, wie sie können. Ne? Im Endeffekt kommen natürlich immer die Zuschauer, um vor allen Dingen die Spieler zu sehen. Das ist, ich glaube, uns Trainer will keiner sehen. Auch wegen der Schiedsrichter kommt, glaube ich, auch jetzt erstmal keiner in die Halle. Vielleicht gibt es später irgendwann mal statt Trainer Roboter und statt Schiedsrichter Roboter. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Gibt es noch weitere Fragen? Dann hätte ich noch eine Frage, und zwar, was ist mit Markus Neid passiert? Der ist ja blutend vom Feld gegangen. Ich habe auch keine Ahnung. Also ich habe das nicht gesehen in dem Moment, was dort war. Keine Ahnung, muss ich mir auf Video anschauen. Platz. Ich weiß nicht, ja. Also, aber Platzwunde, Markus ist hart im Nehmen. Gut, weitere Fragen? Wenn nicht, gut, dann beschließen wir die Pressekonferenz. Euch noch eine gute Heimfahrt. Danke. Und alles Gute.